das hier noch kurz angucken. We've captured the Seeing One, Mr. Victor Holloway. During the abduction, I had a chance to test his ability to carry out commands while under stress. I've waited for this moment for so long. He is exceptional. Truly exceptional. A lot of them were promising. And you know how they ended. It's true. But we must remain optimistic as we follow the path of purification. Thank you, Rhea. You can go now. I'll deal with the Seeing One personally. Der gute Herr Doktor. Kapitel 6. Welcome, Victor! You finally made it. Bravo! As you've probably guessed by now, I am Dr. Charles Austerlitz, and this is my devout pack. And together we are known as the Scarlet Lodge. I do hope that no one was too harsh with you. Some of them tend to get carried away with their work. What the fuck do you want from me? Oh dear, calm down. Nobody wants to hurt you. If you cooperate with us, you'll soon be cozied up in your dusty abode. And all in one piece, I assure you. But for now, we need your help. I don't understand. Why me? I'm nobody. Natural selection bestows unique talents at random, which comes with a bit of malice on her part. You are a Seeing One. You are attuned to the energy of Lustka. Ach so, deswegen habe ich immer diese Träume. Ecstasy. The visions that haunt you, they are more than meaningless dreams. Much, much more. You have an extraordinary gift that can serve as a bridge between the dimensions. What are you talking about? You're fucking insane. To some, I'm a madman. To others, I am their savior. Now enough chatter. Let's get down to business, Victor. In a moment, we will transport you to Lustka. Once there, you'll find an important item hidden nearby. It's a book called The Nature of Universes. Bring it back. It must return to the Austerlitz family. You kidnapped me to get you a fucking book? You're just a bunch of psychos! In a moment, you'll go through intensive stimulation and be transported to Lustka. Then, you're tasked to find the book and return to the place you arrived. It's as simple as that. What do you mean by stimulation? Until now, you found Lustka through sexual pleasure. Don't look at me like that. I don't make the rules. I think this appointment is over, Doctor. How much do I owe you? I wonder if your jokes will still have punchlines once you feel the breath of the changed on your neck. Lustka is a world as real as ours. Und am Anfang steht ja, wenn du das Spiel startest, dass das Bewusstseins einträchtige Sachen hervorrufen kann, das Spiel. And open your mind to the energy of Lustka. Bin mal gespannt, Alter. I will help you. What? No! Leave me alone! Get away from me! Hello, little one. Daddy will take care of you. Charles only sucks off a few chosen. It's an honor seeing one. Don't return without the book. It's been a long time, Lustka. What? Der Doktor hat mir jetzt meinen Schwanz gelutscht. Was ist denn das für eine Therapie, Alter? Doctor's Appointment. What the hell? Ist das für ein Game, Alter?
What the fuck, Alter? Okay. Geh einfach mal hier lang, Alter. Sagen, ist doch ein wenig krank, das Game. Boah, was, Alter? Übelst, die sind voll viele so eine Penis, Alter. Die ersten Hörigen fielen vollständig gar zum Opfer, weshalb Lof Barwak weitere Opfer von jenseits der Welten herbeirief. Bald wurden auch die Erlösten von Garni heimgesucht, ihre Körper verdorrten. So wurde das Reich der Ekstase in den folgenden Äonen ein Zeugnis des Untergangs. Okay, hier muss ich mal drinlegen, das ist klar. Ah! Ah! Was ist das, Bruder? Ich hab auch nichts zum Heilen. What the hell, Alter? Ach doch, ja, hier sind ja mal diese Heilpads. Schon ein sehr krankes Spiel, muss ich gestehen. Oh, da gibt's noch eine Dings, Alter. Geilo. Das Baba. Können wir uns wieder was aussuchen? Wahrscheinlich. Mal gucken, ob wir nochmal in der Mitte das auswählen können. Nee. Wir nehmen mal mehr. Leben haben wir jetzt genommen. Das heißt, einmal können wir uns noch updaten. Finde ich okay. Sehr, sehr stark. Nee. Wie gesagt, die einzelnen Parts kommen dann auf YouTube raus. Momentan halt nur auf Twitch und auf Steam Online. Aber bei Steam sieht man, glaube ich, gar nicht meine Facecam. Was ein bisschen schade ist, aber... Alles gut, Jungs und Mädels. Und es leckt doch ein bisschen, halt das Gefühl. Könnte auch daran liegen, dass das hier alles verpixelt ist, Alter. Pass auf, ich kann nur. Das kann ich hier wieder verschieben. Ja. Das ist mega strange, Alter. Das ist ekelhaft. What the hell, Alter? Wir aktivieren einfach mal alle, oder was? Ja, genau. Aber nee, wir müssen erstmal, das muss erstmal... Ganz nach rechts muss es erstmal fahren und dann muss es hier hin. Perfekt. Dann müssen wir hier den Penis da reinmachen. Guck mal hin da. In die Olga. Und hier müssen wir dann am Ende raus, denke ich mal. So. Ziemlich strange Spiel. Achso, nee, das war falsch.
mal hier nach hinten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da oben was liegt. Okay, hier fehlt so ein... Alles klar. Halt, macht schon Bock, der Game. Ich wollte eigentlich schon aufhören. Aber es soll noch ziemlich, ziemlich geil. What the hell? Nehmen wir einfach mal mit. Moin! Deck Army, bei dem Cup melden sich die Gegner nicht im Channel. Was soll ich machen? Naja, ist ja noch bis Sonntag Zeit sozusagen. Eigentlich geht es ja erst ab Sonntag bzw. Montag los. Wir haben ja noch ein paar Nachzügler. Und wir haben jetzt ja sozusagen Zeiten eingegeben. Wir haben ja Zeiten eingegeben. In diesen Zeiten muss gespielt werden. Und wenn bis zum Ende, ja, das, also ich würde ihn jetzt nochmal ganz, ganz entspannt da rangehen. Ja, bis Sonntag würde ich warten bzw. Montag. Und dann habt ihr ja theoretisch eine Woche Zeit, die Matches zu spielen. Wir haben ja immer pro Phase ungefähr eine Woche eingeplant. Ja, in der ersten Phase kann es sein, dass wir 2 Wochen brauchen, damit alle Matches gespielt werden. Und wenn theoretisch die Zeit abgelaufen ist, werden die Leute, die da auf jeden Fall reingeschrieben haben im Channel, auf jeden Fall bevorzugt und werden auch gewinnen so und kriegen dann halt den Freeband, wenn eure Gegner sich wirklich nicht melden sollten. Aber ganz entspannt, die Auslosung ist, beziehungsweise die Anmeldefrist ist seit gestern vorbei. Ich habe es jetzt nochmal 2 Tage verlängert, weil natürlich ein paar Leute noch keine IDs, Lineups oder bezahlt haben. Und die Leute, die nicht bezahlt haben, müssen disqualifiziert werden, einfach nur aus dem Grund, weil wir, du hast bezahlt mit deinem Team, so, und dann lasse ich Leute spielen, die nicht bezahlt haben, das geht ja nicht, das ist ja Quatsch, sondern wenn die disqualifiziert und die Leute, die kein Line-Up und kein Logo reingeschickt haben, die haben natürlich Pech. Sonntag kommt natürlich das Video, wo nochmal offiziell gezeigt wird, wer gegeneinander spielt, so ein bisschen Show gemacht in dem Video, dann startet eigentlich offiziell das Turnier erst, ja. Also ganz entspannt, Bruder, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dass da auf jeden Fall auch jeder spielen kann. Um 16 Uhr mache ich heute eigentlich nochmal einen Stream, Just Chatting, was sich halt wirklich nur darum dreht, wo wir uns das nochmal angucken, wo wir uns den Discord-Server angucken und so weiter und so fort. Wo wir da wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde wirklich nur drauf eingehen, auf die Fragen, die alle sind und so weiter und so fort. So. Jetzt muss ich hier bloß gucken. Den Penis kriegt er nicht mehr raus. Krieg ich hier den Penis raus? Nee. Ärgerlich. Die Olle ist da immer noch oben was. Also. Nee, musste ich. Nee. Ich habe ja in dem Video extra gesagt, dass ihr. Warte. Dass ihr eine bestimmte Zeit habt. Und diese Zeit beträgt halt pro Phase immer ungefähr eine Woche. In der ersten Phase, wie gesagt, meinte ich ja, können es auch 2 Wochen sein. Einfach aus dem Grund, weil viele Teams halt spielen und ich will halt so viele Teams wie möglich halt casten. Ja. Also ganz entspannt, Bruder, ganz entspannt. Mach dir da keinen Stress, ich werde auch keinen disqualifizieren, bevor die Zeit nicht abgelaufen ist. Alter, was ist das schon wieder hier, Alter? What the hell, Alter? Ja, mit den Steinen hier. The Nature of Universes by Doreen Austerlitz. What's it doing here? Also nee, heute muss nicht gespielt werden. Ab heute kann man sozusagen die Spiele festlegen. The theories presented are based on the interrogations of a dozen seeing ones. Their visions come together as a coherent whole and are the key to understanding Lustga. Through this knowledge, we draw closer to comprehending the incomprehensible. What the fuck have I gotten myself into? Aber offiziell ist es so, dass ich es jetzt ja auch in dem Video gesagt habe, dass wir es bis Sonntag verlängern. Und wer Sonntag schon spielen will zum Beispiel, oder wenn da schon ein Termin feststeht, jetzt am Wochenende, dann wird es auf jeden Fall, kann es auf jeden Fall gespielt werden. Ich werde aber sozusagen erst ab Montag casten, weißt du? So ist der Plan von mir. Ab Montag jetzt offiziell los, da werde ich dann casten, weil ich Sonntag auch erst den Overlay und so alles fertig habe. Genau. Also macht euch da jetzt keinen Stress. Das Problem
Problem ist, ich komme ja eigentlich, theoretisch komme ich hier ja gar nicht zurück, oder? Oh, ich hab keinen Bock, 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 Alter, ich hab keinen Bock, ich hab keinen Bock. Die lässt sich da oben schön befriedigen. Aber ich komme hier nicht mehr zurück, glaube ich. Ich hab übel Schiss, Alter. Übel Schiss, Bruder. Aber ich werde hier sowas von drauf gehen, Alter. Hi Lea, willkommen zum Stream, mein Hübscher. Theoretisch, ich hab den Buch, ich kann einfach nur zurück. It's done. This is fine. I'm setting the book there, and then I'm leaving. Good boy. I'll forget about all this, okay? Just let me live. Let me go home. Fascinating. Now put the book on the pedestal. So, tschüss, Kid. Tschüss. The book is ours. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ciao. Is coming. And as for the sweet one, throw him in the cell. Was, Alter? Many more journeys that must come before him. Fuck. Was ist mein ganzes Inventar, Alter? Oh, fickt euch, Alter. Oh! Fuck. Ach Mann, Alter. Mich würde aber wirklich interessieren, ob ich hier mir die Leute anzeigen lassen kann beim Stream. Oder halt nicht. Also ganz ehrlich, ob es möglich ist, dass ich, bei Steam den Live-Chat irgendwie sehe. Aber ist egal. Okay, wir sind jetzt hier.
even know how much this means to us. Das Problem ist, ich bin halt schon ganz schön angefressen. Ach hier, Chat öffnen. Hi. Place the book on the pedestal. So it's done. This is over now. You and your jokes. Na, ist egal, ich weiß nicht, wie ich den Live-Chat bei Steam öffnen kann. Bei Steam noch nicht so auf die Steam. Good boy. I love you. So. Ich hab natürlich auch nicht mal ein Messer, Mann. The book is ours. Purification is coming. And as for the seeing one, throw him in a cell. He has many more journeys to Moscow before him. Fuck. Mich verarschen, Alter. Come on, get him! And don't kill him like the last one! You know in whose hands he'll end up if he escapes Bleakmoor. We can't let that happen. Okay, wir rennen hier jetzt einfach im Kreis, hoffen, dass sie mir hinterher. Whoever captures him gets the midget tonight. I've seen her work. She's a prize fuck. Verloren, verängstigt, verwirrt. Komm und klopf an unsere Tür. Wir zerstören unser Wesen, indem wir die Tore der Erfüllung berühren. So, meine Freunde. Dann war's das jetzt. Und wir sind aus dem Theater auch raus. Wir werden uns jetzt noch kurz hier angucken, was danach passiert. Und dann werden wir erstmal Pause machen, definitiv. Und ich glaube, wir werden es heute noch durchzocken. Also ich habe mega Bock. Wir sind jetzt aber schon 3 Stunden live. Ich wollte eigentlich eine halbe Stunde mal reingucken. Das Spiel hat mir aber so gut gefallen, dass ich wirklich sagen kann, ey, es ist mega geil. Und ich kann es halt wirklich jedem nur ans Herz legen. Ist natürlich ein Problem, da du es halt in Deutschland theoretisch über den Steam-Account nicht mehr erwerben darfst oder nicht erlaubt ist. Sehen. Ah, my head is spinning. Where the hell am I? Ja, ziemlich geil. Hat auf jeden Fall bis jetzt mega Bock gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß. Damit sind wir erstmal raus. Auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooles Spiel. Wir werden auch gleich noch eine Bewertung hier abgeben. Also wirklich, wirklich geil. Und ja, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht. War das noch von den Bruder Games? Wir werden es auf jeden Fall noch durchzocken. Ansonsten kommen die einzelnen Parts auf YouTube hoch. Und genau, dann sehen wir uns natürlich nachher wieder. 16 Uhr fangen wir wieder an zu streamen. Dann werden wir noch ein bisschen über das Turnier quatschen und so weiter und so fort. Wer Bock hat, ist mit am Start. Peace out und reinkommen.
She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something.